Erica. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch, aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto, dein Lieblingsbild. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Siehst du? Magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Es war nicht deine Schuld.
Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Genau wie bei deinem Vater. Woher wissen Sie das? Ich habe deine Akte gelesen. Ich musste das tun. Die Hand gehörte einem Mann namens Akel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Es geht um meinen Vater? Der Fall deines Vaters ist nicht gelöst. Wir gehen von einer Verbindung aus. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick, mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Machen wahrscheinlich gerade Pause. Warte hier, ich gehe nachsehen.
Es ist ein schlechter Zeitpunkt, Sie zu besuchen. Ihre Behandlung befindet sich in einer kritischen Phase. Mir ist egal, was er sagt. Ich will Sie sehen. Er gab mir sein Wort. Beruhigen Sie sich. Sie sind müde und emotional. Verdammt nochmal, Rosa. Menschen sind tot. Seine Hand wurde entfernt. Wir haben weder Fingerabdrücke noch Zeugen. Wir wissen nicht, wie Sie reingekommen sind. Was machst du da? Nein, hier steht nichts. Nicht ein Wort über sie. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden? Ich hätte einfach hier bleiben sollen. Da waren Frauen. Und sie trugen Masken und sie... Ja, ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Wer sind Sie? Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Ist schon okay. Ich weiß es zu schätzen. Na komm, ich zeig dir den Weg. Du erinnerst dich nicht an mich? Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja, wir sind da. Erkennst du es wieder? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest.
Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du. Du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Das nicht? Willst du mit mir vielleicht darüber reden? Hör auf, Toby. Ich versuche zu spielen. Lass sie in Ruhe. Wie du meinst. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht, 4 Noten. Bam, 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 bam. Ganz einfach. Musik
Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, 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 kein Putzen! Kein Putzen ohne Aufsichtsperson! Rusty! Schon gut, das macht nichts. Nein, 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 nein. Stopp! Hör auf damit! Das ist verboten! Kirsty! Nein, 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 nein! Bleib ruhig! Hilfe! Hilfe! Ruhig! Lass mich los! Loslassen! Okay, haltet sie einfach fest! Nein! Lass mich! Nein! 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 Ich hab nichts getan! Ich hab nichts gemacht! Ich bin ruhig! Nein! Du meinst es nicht so. Sie wollte nur helfen. Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein. Mein Gott. Erica Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Es ist lange her. Ich erinnere mich nicht. Das macht nichts. Ich kann mich kaum an gestern erinnern. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Schon gut. Danke, dass ich hier bleiben darf. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Ich weiß nicht. Erica, bitte. Es gibt zu viele Ähnlichkeiten mit dem Fall deines Vaters. Das ist kein Zufall. Mit einer Beschreibung könnten wir dem ein Ende setzen. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Blau. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben. Aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Parfüm. Sekte. Schlachtung.
Wärme. Gott. Abstechen. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was zur Hölle haben Sie mit mir gemacht? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Das will ich nie wieder machen. Ich weiß, es ist frustrierend. Möglicherweise änderst du deine Meinung nach einer Pause. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe!
Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich habe sie vor Toby gerettet, indem ich das Klavier vollgeblutet habe. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Gern Parfüm klingt da. Gut. Im antiken Delphi wurde gerne der Oleander genutzt. Sie dachten, damit könnten sie... Das wurde angezündet und die Dämpfe inhaliert. Die Priesterin hatte Visionen von der Zukunft. Schade eigentlich. Sie hätten es einweichen und Parfum draus machen sollen. Ich sehe lieber die Zukunft, als gut zu riechen. Erica, kannst du mir die Streichhölzer vom Schreibtisch geben? Schublade oben links. Sicher. Erica? Oh, Erica, es tut mir so leid. Woher haben Sie das? Lucien gab sie uns zum Jubiläum. Jeder bekam eins. Wenn's dich tröstet, ich sehe das Ding ständig irgendwo rumliegen. Schwer zu übersehen. Ich will jetzt lieber allein sein. Erica. Ich bringe ein Friedensangebot von Dr. Bellard. Ein Zerstäuber für das Parfum. Sie hat es mir erzählt. Na. Bist du okay? Sie sollten nicht hier bei mir sein. Oh ja, natürlich. Ich wollte nur... Entschuldige, dreh einfach den Knopf an der Seite. Entschuldige, ich wollte nicht... wie auch immer. Gute Nacht. Thank you.
an. Wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich hab dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Sieht ziemlich teuer aus. Oh, ist das hübsch. Öffne es. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. War es seine? Die Haut? Es steht nicht fest. Aber das Tattoo ist gleich. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Ich hab sie schon, seit ich klein war. Aber ich ließ sie zu Hause, als ich herkam. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles in Ordnung? Die Nachbarn, ob sie was gesehen haben.
Warte da. Mach die Tür zu. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Wir sollten gehen. Karl Steinbeck ist tot. Hey, da bist du ja. Ich hörte eine Psychokiller. Stimmt das? Hab gehört, sie verfolgt dich schon seit du klein warst. Hab gehört, du bist krank. Ja. Sie rasieren mir die Haare und gucken in mein Gehirn. Das Positive ist, die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oleander, der vom Himmel fällt. Heute Morgen sah ich dann in meiner Hand. Okay, Hannah, es ist soweit. Im Nachtschränkchen in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm bitte. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Sie kommt nicht zurück. Ich habe es schon mal gesehen. Die Nasenbluten. Die Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel.
Vienna. Ist schon okay. Alles wird gut. Hey! Wo ist Hannah? Sie ist weg. Hannah ist weg. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Wisst ihr das? Nein, es fehlen ein paar Details. Okay. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Zeigt sie deshalb Interesse an mir? Wegen meiner Mutter? Es ist leider etwas komplizierter. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein. Sie starb an einer Überdosis. Vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin solltest du am besten im Delphi-Haus bleiben. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit Ihnen. Du nicht. Es ist nicht sicher. Seien Sie bitte vorsichtig. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Thank you.
Hallo, Eric? Gefällt dir mein Geschenk? Das war Mord. Er hat es verdient. Sie haben es verdient. Den Chief Inspector Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Warum tun sie das? Er gab ihnen seine Tochter. Sein eigen Fleisch und Blut. Ich werde dich beschützen. Sie haben mein Leben zerstört. Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase.